Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Arms. Ja, heute sind wir im Kampf gegen den Typi da. Ich habe den Namen jetzt nicht gelesen. Und ja, der hat aber einen Hund dabei. Und den wollen wir aber ordentlich vermöbeln hier im Grand Prix Modus, ne? So wie wir bisher alle vermöbelt haben. Weil wir sind einfach zu gut. Beziehungsweise ich glaube eine Niederlage hatte ich tatsächlich. Und was muss man hier versuchen? Ich muss hier versuchen, den da rein zu... muss ich den in den Korb werfen? Oder wie sieht es hier aus? Ich glaube, ich muss den einfach in den Korb werfen. Ja, dann komm mal her. Und Butz. So nice. Okay, das ist auch mal was anderes. Ich werfe hier einfach Körbe mit dem Typi hier. Ja, moin. Aber das geht hier auf Zeit, oder? Das geht hier auf Zeit anscheinend. Dieser Kampf, ne? Aber ich glaube, die anderen Kämpfe ja auch, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe. Ich glaube, die ja auch. Ah, shit. Da hätte ich jetzt abwehren müssen. Okay, aber ich glaube, man trifft immer, ne? Ich glaube, man muss gar nicht zielen oder so. Also zumindest nicht, dass ich es gemerkt hätte, ja? Shit. Lassen Sie mich. Ja? Ich muss gewinnen. Ey, lass mich. Hallo. Ey, das ist sau unbequem hier im Korb. Mann. Krieg ich eine Revanche, bitte? Hey, was ist das für ein hässlicher Typ? Okay, nochmal. Das war wohl nix. Das war wohl echt nix. Aber egal. Diesmal kriegen wir ihn. So. Und rein mit ihm in den Korb. Ja, man muss echt nicht zielen. Ist in Ordnung. So. Ist in Ordnung. So. Direkt wieder greifen. So. Immer wenn es möglich ist. Direkt greifen. Ah, ich habe doch abgewehrt. Okay, hat wohl nicht mehr gereicht. Meine Abwehr. So, rein mit dir. So, jetzt wehre ich dich mal ab. Und, Butz. So, hier deine Bombe. So, komm her. Und wieder rein. So, Butz. 9 Punkte für mich. Und, so, 11. Okay, bei 11 ist Ende anscheinend. Ja, wahrscheinlich muss man 10 kriegen mindestens oder so, kann ich mir vorstellen. Und ich habe gewonnen, Leute. Ich habe gewonnen. Ich bin einfach zu krass, ne? Muss man dazu sagen. Tut mir leid. Wenn ich zu krass bin, dann ist es halt so. Okay, Kampf 7 kommt jetzt. So. Gegen Helix. Ah ja. Das ist einfach so eine... so ein Schleim-Dingens, ne? Und wir sind ja auch in so einem Labor. Ja, das passt ja eigentlich, ne? Ich glaube, hier wurde der wahrscheinlich erzeugt oder so. Okay, und das ist wieder ein normaler Kampf, wie es scheint. So, okay. Ja, ich muss sagen, die normalen Kämpfe, also die gefallen mir irgendwie immer noch am besten. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich bin ich einfach ein zu simpler Typ, ne? Wobei das mit den Körben werfen, gerade eben, das war auch ganz cool, ne? Das war mal komplett ein anderer Kampf. Das war auch nice, ne? Muss ich ja auch zugeben. So. Und ich boxe ihn einfach weg. Ja? Was will er tun? Was will er tun? Er ist einfach K.O. Putz. Jawohl. Perfekt. Ey, ich habe gar keinen Schaden gekriegt, ne? Ey, das ist ja voll nice. Ohne Spaß. Ist ja voll nice. Okay, aber es gibt hier noch eine Runde 2. Gibt es auch mal eine eckige 2. Hätte ich auch nichts dagegen. Okay, so, und gehen Sie weg, ja? Sie können mir gar nichts, ich boxe Sie einfach weg, da. Okay, so langsam, ich glaube, so langsam gewöhne ich mich echt dran, ne, an die Steuerung auch und so. Also wie gesagt, sie ist saugut, aber sie ist halt auch, für so ein simples Spiel, ist sie halt auch komplex ein bisschen tatsächlich. Also man muss sich schon merken, wo was ist. Ah, jetzt habe ich auch so eine Heilzone oder so. Okay, nice, das ist sehr gut. So, und ich greife dich wieder. Warte, komm her. Greif ihn. Ja, okay. Er will angreifen. Kriegt er aber nicht hin. Wow, shit. Der hat mich einfach hier mit Tinte bespritzt. Ja, moin. Gehen Sie weg. So, K.O. Ja, ich hab's dem wieder voll gegeben. Okay, gut. Das ist nice. So, und ich bin wieder Sieger. Jawohl. Voll geil und so. So, weiter geht's. Jawohl.
Kampf 8 gibt's heute noch. Und die letzten zwei Kämpfe vom Grand Prix, die machen wir dann das nächste Mal, Leute. So, jetzt Kid Cobra. Ah ja, auch interessant. Wo sind wir hier jetzt? Hier ist es jetzt ein bisschen hügelig, möchte man sagen. Was soll denn das für ein Stadion sein? Irgendein Stadion, ne? Und ich bin hier auf so einer Plattform drauf. Ja, moin. Was ist denn das für ein komischer Kampf jetzt hier? Einfach auf so einer Plattform. Ist das gut, wenn ich auf der Plattform bin? Oder wie sieht denn das hier aus? Weil er ist ja gerade nicht auf einer Plattform. Aber vielleicht muss man gucken, dass man seine Plattform nicht verliert oder so. Ey, die lassen sich aber auch Verschiedenes einfallen, ne? Für die ganzen Kämpfe. Und K.O. Jawohl. Und perfekt wieder. Ich habe keinen Schaden genommen. Ja, ich bin der übelste Skiller, Leute. Ich bin der übelste Skiller. Ja, der will auch wieder eine Revanche. Ja, Mensch. Ja, kriegt ihr aber nicht. Okay, vielleicht doch. Darf ich auf meine Plattform zurück eigentlich? Oder wie ist es hier? Ich glaube schon. Ich glaube, wenn ich auf die Plattform zurückkomme, dann geht es schon. Ah, shit. Shit. Ah. Und weg mit dir. So. Aber ich habe das Gefühl, der erste Kampf gegen einen Gegner ist immer besser bei mir, ne? Als der zweite. Habe ich so im Gefühl. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen, ne? Ah, shit. Jetzt macht er den hier. Jetzt hastelt er den hier raus. Ah? Komm her. Ah? Ich krieg ihn nicht mehr. Ich krieg ihn nicht mehr gegriffen. Aber egal. Dann mache ich halt so. Dann mache ich halt so ein. Ah? So. Und jetzt ist er auch gleich K.O. Mal wieder, ne? Erneut. Ja, der ist schon ganz rot hier. K.O. Na? Voll gegeben, ey. Okay, aber ich muss sagen, dieses Let's Play ist tatsächlich mal körperlich ein bisschen anstrengend, ne? Also ich sag mal so, an sich geht's eigentlich, aber ich glaube, weil ich nebenher kommentieren muss, ist es halt schwieriger. Aber wie auch immer, Leute, ich würde sagen, das war's vom Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal abends wieder. Ich danke fürs Zuschauen. Und tschüss.